Bei mir im Studio ist jetzt Roland Carter, General AD. Wir wollen das Ganze noch mal vertiefen. Viele Fragen sind offen, Herr Carter. Normalerweise unterhalten wir uns immer über die Ukraine, jetzt eben über Israel und den Gazastreifen. Wir warten alle auf die Bodenoffensive der israelischen Armee. Das sollte ja eigentlich schon seit Tagen begonnen haben. Warum ist es noch nicht passiert? Haben Sie eine mögliche Erklärung dafür? Ist es das schlechte Wetter? Ist es irgendwie fehlende Ausrüstung? Oder gibt es da andere strategische Gründe? Was meinen Sie? Ich werde gerade in den letzten Tagen, auch in den letzten Stunden gerne gefragt, was bringt eine solche Offensive? Was spricht für die Offensive? Und da muss ich zunächst mal als Soldat sagen, sie bringt nüchtern betrachtet wenig. Mhm. Und das mag auch der Grund oder einer der Gründe sein, weswegen Netanjahu zögert, den Angriffsbefehl zu geben. Und das hat sicherlich mehrere Gründe. Aber ein Argument dafür, und deswegen rechne ich unverändert mit der Offensive, wenn gleich auch später, ist sicherlich, dass man das Gelände, dass man den Raum dauerhaft besetzen will, von dem dieses fürchterliche Massaker ausgegangen ist, um ein für alle Mal zu verhindern, dass sich ein solcher Vorfall wiederholt. Ein zweites Argument könnte sicherlich sein, dass man dieses Tunnelsystem, dieses umfangreiche Tunnelsystem zunächst mal aufklären muss. Einige dieser Tunnel sind sicherlich bekannt. Ob es alle sind, mache ich ein Fragezeichen. Ob es überhaupt gelingen kann, ob eventuell die Geiseln in diesem Tunnelsystem versteckt sind. Also man muss sehr vorsichtig sein. Ich rechne damit aber, dass man dieses Tunnelsystem radikal zerstören will, um auch hier ein für alle Mal die Infiltration über dieses System nach Israel rein zu unterbinden. Und dann gibt es sicherlich psychologische Aspekte. Auch darüber gibt es für mich keinen Zweifel. Nach dem Motto, wir lassen uns eine solche Art von Massaker auf keinen Fall gefallen. Und wir zahlen mit gleicher Münze, wenn nicht mit deutlich erhöhter Münze zurück. Auch da, um zum einen der Weltöffentlichkeit zu symbolisieren, wir lassen uns das nicht gefallen, wie eben gesagt, aber auch nach innen, um vielleicht nach dieser Überraschung, denn wir sind doch alle überrascht worden von dem Angriff der Hamas, um auch nach innen ein wenig Vertrauen zu schaffen. Also es gibt Gründe.